Der Viktor P. Huneck dirigiert seit 3 Jahrzehnten die Jugendmusik Brattelen. Seine Freude über das gemeinsame Musizieren ist auch nach 30 Jahren ungebremst. Er setzt sich leidenschaftlich und mit grossem Engagement für sein Orchester ein. Das ist nicht nur eins der grössten vom Kanton, es gehört auch zu den 3 besten. Es besteht aus Jugendlichen und jungen Erwachsenen im Alter von 10 bis 22 Jahren. Der Viktor P. Huneck gewinnt den Brattler Stern. Aufgrund der aktuellen Corona-Situation ist die geplante Preisverleihung in Übereinkunft mit dem Preisträger abgesagt worden. Und da jetzt der Preis nicht übergeben werden kann, übernimmt das Regio TV Plus das jetzt symbolischer Natur. Bei mir ist der Viktor. Viktor, was mich natürlich brennend interessiert, auch mit meiner musikalischen Vergangenheit, ist, bist du am Anfang, als du dir diesen Job ausgesucht hast, hast du gedacht, dass du auf so eine lange Zeitdauer raus etwas kannst machen, das dem Wert verfolgt, wo du ursprünglich wahrscheinlich mal gesagt hast, ich widme mich der Musik und dieser Förderung? Nein, ganz sicher nicht. Also, als ich diesen Job übernommen habe, dann bin ich komme selber aus dem Jugendorchester, bin auch in diesem Orchester aufgewachsen, bin auch Bratlenbürger, dann geht man in die Jugendmusik Bratlen, das ist ganz klar. Und dann bin ich zuerst in meinem ersten Leben einmal ein Banker geworden. Handelsschule gemacht und habe gewusst, das Leben steht mir offen. Eins weiß ich ganz sicher, ich studiere sicher nicht Musik. Mit 20 Jahren habe ich dann Musik studiert, als Zweitausbildung. Und dann war das nicht einmal meine erste Stelle gewesen, sondern ich bin Dirigent worden im Musikverein Eptigen im Oberbaselbiet. Ganz eine tolle Zeit gewesen dort und habe eigentlich gar nicht daran gedacht, am Bratteln. Und dann kam ein Angebot, die Jugendmusik ist frei geworden. Dann habe ich gedacht, ja, machst du das mal ein paar Jahre. Wo dann aber die ersten Kinder von ehemaligen Blöser schon bei mir im Orchester gelandet sind, habe ich gedacht, jetzt ist das, glaube ich, schon 3 Wochen länger als auch schon. Herrlich, also das hat sich wirklich alles so einfach ergeben. Was mir aufgefallen ist, auch in dieser Probe, die wir dürfen besuchen, dass dort komplette Aufmerksamkeit auf dich ist. Also du bist schon ein wahnsinniger Fixpunkt für die Kinder. Es ist ja meistens so, dass man immer das Gefühl hat, ja, Dirigent macht da sein Ding, oder? Aber wie kann man da streng ziehen? Du kennst auch einige dann aus dem Instrumentalunterricht, wo du selber gehst, oder wie hast du da den Überblick über die dir zur Verfügung stehende Masse? Das ist immer spannend, als Dirigent werde ich oft gefragt, wie ist jetzt das? Aber es ist nicht so wie der Spieltrainer am Fußballrand, der einfach reinruft und die Spieler machen lässt. Es ist effektiv so, ein Orchester ist angewiesen auf einen Dirigent, der tut in dem Moment wirklich performen. Und sie merken es ja selber, wenn manchmal fällt mir der Stecker am Boden, dann muss ich mich bücken und dann geht alles gerade ein bisschen zusammen. Die Aufmerksamkeit ist nicht mehr da und sie sind darauf angewiesen, dass ich ihnen die Einsätze gebe, dass ich sie hole. Und ich merke es auch, wenn ich wirklich mal einen Effekt will, wirklich einen Big Band Sound Effekt, der ein Fortepiano ist, wenn ich nicht den Clown mache da vorne, dann passiert nichts und ich muss den richtig holen. Und auf das sprechen sie aber auch an. Das ist natürlich ein mega Glück für uns, dass wir so einen Dirigenten haben, das schon seit 30 Jahren. Also, wir dürfen stolz sein, so eine Persönlichkeit dürfen hier vor der Rat haben. Und er ist immer noch in Miete, mag immer noch mit den Jungen sich abgeben und sie zu motivieren. Und das ist auch nicht so einfach. Wir haben immer nach der Sommerferien vor allem Abgänge, dann kommen wir in die Kleineren, man fährt wieder vorne an. Und das macht er jetzt schon seit Jahren, Jahrzehnten, also einfach mit Bravour. Und es ist eine mega Freude mit ihm zusammen, wirklich. Etwas zum ganzen Orchester selber, wer steckt da dahinter? Die Kids können nicht von alleine jetzt einfach da auch alles organisieren. Es hat auch heute viel gebraucht. Wie sind ihr da aufgestellt ums Orchester herum? Okay, da haben wir natürlich einen Vorstand. Wir sind verschiedene Leute, Eltern, vor allem Eltern aus der, ja, ihre Jungen auch hier in die Jugendmusik haben. Wir haben noch Mitglieder von der Musikgesellschaft, die mithelfen. So tut man eigentlich organisieren und das nachher auch miteinander zusammen aufgleisen. Und ja, unsere Jungen, also das sollte man schon sagen, die haben sehr viel selber auch
arrangieren und parat machen. Die haben zum Beispiel haben wir eine Musikkommission, die suchen zusammen mit dem Dirigenten Stück selber aus, die Konzerte organisieren, die machen die Anmeldungen für Wettbewerbe, die wir machen. Da haben wir als Vorstand eigentlich nur noch zu schauen, dass am Schluss das Geld da ist, dass wir das alles finanzieren können. Aber das ist ein Miteinander und die Jungen die ganz viel selber organisieren. Das ist eben eigentlich das Tolle und Schöne am Ganzen, dass wir so einen tollen Zusammenhalt haben. Also, das ist irrsinnig. Also wirklich super, ich kann es nicht anders sagen. Du hast von Anfang an die Verbundenheit jetzt zu Bratteln rausgestrichen. Wir sitzen hier auf dem Schmittiplatz und auch hier tut sich einiges. Der Verein hat noch vor Corona-Zeiten auch immer seinen Treffpunkt gehabt. Ist das richtig? Jawohl, der Kaffee Schmittiplatz ist unser Stammlokal, darf ich mit Stolz sagen. Der Wirt hat uns da ganz toll aufgenommen also, und ich pflege das auch mit meinen Jungen. Das heisst, die Probe findet auch nach der Probe noch statt, und zwar am Stammtisch. Und das ist das Tolle daran. Und das ist auch der Spirit der Jugendmusik. Auch eine Jugendmusik geht an den Stammtisch. Und da bei Rivella und Ofi und Münzentee. Sogar ein Spezialmenü? Ja, es gibt sogar eine Pizza-Jugendmusik hier. Weil oftmals haben wir natürlich so eine Pizza aufgeschnitten bestellt. Und der Wirt hat uns dann die Pizza umtauft auf seiner Karte zur Pizza-Jugendmusik. Das ist ganz herzige Geste natürlich von ihm. Aber das ist ein ganz wichtiger Punkt, die Beiz für uns, das Stammlokal, weil hier findet die Probe noch statt. Hier sind die kreativen Ideen, da wird diskutiert, was könnten wir noch spielen, was könnten wir noch sonst machen an dem Konzert. Geht denn mit dem Bratteler Stern auch eine Verpflichtung einher, dass man die ein Stück weit binden kann und sagen, Victor, das geht jetzt hier noch schon noch so weiter und mir ist hier keine Sorgen machen. Ich habe gehört, der Bratlerstern verpflichtet, dass ich sicher 30 Jahre bleibe insgesamt. Oh, das wäre so jetzt gewesen. He? Nein, ich hatte natürlich noch keine Gedanken, jetzt gehabt, wie, wo, wenn, was, warum. Es hat immer wieder Moment gegeben, wo eine Generation Jugendliche gesagt hat, so, unsere Zeit ist jetzt gekommen, wir sind jetzt fertig, wir treten aus. Und ich habe dann gesagt, wenn ihr nicht mehr da sind, dann ja, mit den Kleinen habe ich noch keinen Bezug und dann gehe ich auch. Aber wo die gegangen sind, sind schon die Neuen da gestanden. Sind hier in der Beiz mit mir am Stammtisch gesessen, haben die neuesten Ideen gehabt und Visionen, wie wir unsere Konzerte gestalten. Und ich finde, mit jedem Mal ist wieder so ein tolles Team, das sich kreativ und den Spirit hat. Wir haben auch vorher schon gehört, dass die Jungen eigentlich alle auch sehr stark einbezogen sind. Wie läuft das ab? Also gibt es hier eine Musikkommission bei den Jungen? Du hast eine eigene Musikkommission. Dann gibt es hier eine berühmte Sitzung bei Pizza. Wie sieht das aus? Das Lustige ist, viele sagen immer zu mir, es ist erstaunlich, wie du das machst. Aber das ganz einfache Rezept ist, ich mache gar nichts. Ich bin ein fauler Kalb, gebe es zu. Ich komme gerne mit den Jungen Musik machen. Ich sitze am Stammtisch und dann sprudelt es. Die haben Ideen. Wir haben eine Musikkommission, das ist richtig. Oder gibt es eine Musikkommissionspräsidentin, eine strenge Marie. Sie macht die Sitzungen mit uns und fordert auf. Und dann werden Stückwahlsitzungen gemacht, was wird gespielt. Natürlich verlassen sie sich auf mich, dass ich das Veto einlegen darf und sage, hey, hört, schön, aber das ist schwer für uns. Aber ihre Wahl ist eigentlich immer toll und gut und ist wirklich machbar. Manchmal greift man nach den Sternen, aber das muss so sein. Es gehört dazu. Man muss eine Herausforderung haben. Sehr schönen Abschluss. Manchmal greift man nach den Sternen. Und das hat der Victor definitiv jetzt gemacht, indem er sich den Bratteler Stern geholt hat. Herzlichen Dank für den Besuch und alles Gute und weiterhin tolle Auftritte, so es dann mal wieder möglich ist.